Ja, hallo ihr Lieben. Wir sind Mera und ich, Antoinette, und wir haben uns eine 5-Tage-Challenge ausgedacht, in der es darum geht, wie geht es uns, wenn wir beim Pferdetraining bei uns selbst anfangen oder auf uns selbst mal gucken. Weil wir ja meistens auf das Pferd konzentriert sind und das ist ja auch richtig, aber natürlich macht es ganz viel aus, wie es uns geht, welche Gedanken wir uns machen, wie wir uns fühlen. Das brauche ich dir ja nicht zu erzählen, das merken Pferde in 0,3 Sekunden oder schneller. Wir haben uns jetzt 5 Themen ausgesucht und werden in dieser Woche, also heute ist jetzt der erste Tag, der Montag, jeden Tag eins dieser Themen ganz kurz beleuchten und hoffen, dass du richtig viel davon mitnehmen kannst. Und heute geht es um unser erstes Thema und das heißt schlechtes Gewissen. Ja, genau. Ihr fragt euch bestimmt, warum sind wir auf dieses Thema gekommen, schlechtes Gewissen. Und wir haben eben festgestellt, dass das, glaube ich, was ist, was jeder Pferdebesitzer kennt. Entweder man hat ein schlechtes Gewissen, weil man nicht beim Pferd war, oder man hat ein schlechtes Gewissen, weil man zu viel gemacht hat, oder weil man zu wenig gemacht hat, oder weil man schon wieder den Stall wechselt, oder zu faul war. Also ich glaube, es ist einfach ein Thema, was uns im Pferdetraining unglaublich begleitet. Und deswegen dachten wir, wir gucken mal, was für Vor- und Nachteile eigentlich ein schlechtes Gewissen hat und beleuchten dieses Thema einfach ein bisschen mehr. Ja, genau. Und das Ziel ist, dass du in einer Art und Weise mit deinem schlechten Gewissen, das du ja wahrscheinlich kennst, eben umgehen kannst, damit es euch weiterhilft. Denn das ist nämlich möglich. Ein schlechtes Gewissen macht eigentlich nur dann Sinn, wenn es wirklich gerechtfertigt ist und du dann daraus einen Impuls mitnehmen kannst, etwas zu verändern. Und wir wollten dieser Frage nachgehen, was nutzt uns denn eigentlich ein schlechtes Gewissen? Und haben eben dabei festgestellt, dass ein schlechtes Gewissen wie so ein Hinweis darauf ist, dass wir anfangen müssen, was zu überprüfen, nämlich diesen Ist-Zustand. Und wir müssen herausfinden, ob unser schlechtes Gewissen gerechtfertigt ist oder ob wir uns vielleicht gerade völlig unnötig ein schlechtes Gewissen machen. Also so ein schönes Beispiel ist für mich, was ich so ganz oft kenne, ist irgendwie. Ich weiß nicht, jemand ist gerade am Studieren und ist voll in der Klausurenphase und hat plötzlich ein schlechtes Gewissen, dass er es nur 4-mal zum Pferd schafft. Dieses Pferd steht aber in einer perfekten Herde drin, ist super glücklich, hat seine Freunde, hat Auslauf und denen geht es einfach gut. So, und dann habe ich eben oft diesen Punkt, dass diese Menschen sich dann dazu zwingen, es trotzdem noch irgendwie 7 Tage die Woche reinzuquetschen, zum Pferd zu fahren, obwohl das dann für sie und ihre Lebenssituation quasi sie völligst übers Limit bringt und viel zu viel Energie kostet. Und da würde ich jetzt sagen, unser schlechtes Gewissen ist gerade völligst unangebracht, weil dem Pferd geht es gut und wir haben nun mal auch unser Leben und hätten unsere Energien gerade ganz anderweitig gebraucht. Und da kommen wir, glaube ich, auch für mich zum Punkt, dass ich denke, dass wir eine Gleichberechtigung zwischen den Bedürfnissen von uns und von den Pferden brauchen. Das heißt für mich nicht, dass wir das Pferd vermenschlichen, sondern das heißt für mich, dass wir genauso ein Recht haben, auf uns zu gucken und auf unsere Bedürfnisse und unsere Energien zu achten, wie wir die Pflicht haben, auf die Energien und auf die Bedürfnisse vom Pferd zu achten. Und in diesem Fall wäre nämlich dann die Pyramide für mich, du kannst guten Gewissens lernen und deinen Pflichten gerade nachgehen, weil die müssen erledigt werden und du hast eben damit gerade so viel zu tun, dass gerade weniger Energie fürs Pferd übrig ist. Dem Pferd wiederum geht es aber total gut und es braucht dich nicht zwingend. Also es ist unnütz, sich jetzt den Stress zu machen und 7 Tage die Woche zum Pferd zu fahren. Umgekehrt kann es aber natürlich auch mal sein, wir haben ein übergewichtiges Pferd, was dringend abnehmen muss. Und ich stelle jetzt fest, ich habe mehrfach keine Zeit oder keine Motivation, weil ich müde bin. Dann ist das schlechte Gewissen natürlich zu Recht da, weil dann muss ich eine Lösung finden, ne? Und diese Lösung kann auch heißen, dass ich mir einen Trainer engagiere, der mir 3 Tage die Woche abnimmt und das Pferd gesund erhalten trainiert. Und ich glaube, das ist für mich, also dafür ist ein schlechtes Gewissen da eben, um uns hier eine Message zu senden, woraufhin wir überprüfen können, was möchte uns das eigentlich gerade sagen? Ist es sinnvoll? Sollten wir was umstrukturieren? Und wie gehen wir damit um? Ja, und du hast das so schön gesagt mit der Gleichberechtigung. Die Gleichberechtigung heißt dann, also ich habe dafür zu sorgen, dass es dem Pferd nicht schadet, aber
Es geht genauso darum, dass ich mir selber nicht schade. Ja. Weil ich glaube, ja, entschuldige. Ja, mach weiter. Ich glaube, also meine Erfahrung ist, dass die meisten Menschen dazu neigen, sich dann selbst zu schaden. Also ich hatte schon eine ehemalige Einstellerin, die 40 Grad Fieber hatte, aber dachte, ihr Pferd muss unbedingt den 7. Tag trainiert werden. Ne? So in der Haufenstallhaltung, wo ich mir dachte, Mensch, nein, du gehörst ins Pferd und musst dich jetzt auskurieren. Und wenn das wirklich wichtig ist, dann muss halt jemand anders das Pferd trainieren. Und ich glaube, das ist einfach so wichtig, dass wir dann auch mal loslassen können, wenn es notwendig ist. Und umgekehrt aber vielleicht auch den Hintern hochkriegen, wenn wir zu undiszipliniert sind. So unsere Aufgabe oder weshalb, wir würden gerne den Fokus bei euch auf das schlechte Gewissen lenken. Und für mich wäre einfach die Frage oder die Aufgabe für euch, horcht mal genau hin, wann habt ihr ein schlechtes Gewissen? Wieso habt ihr ein schlechtes Gewissen? Und dann als Folgefrage, ist denn dieses schlechte Gewissen gerechtfertigt? Oder ist das gerade einfach völligst unnütz, weil ihr das nicht gewöhnt seid? Also, ne, dass ihr das einfach wirklich überprüft und je nachdem eben eine Entscheidung trefft. So, entweder ihr kommt zu der Entscheidung, dass das gerade völligst unnötiger Stress ist, den ihr euch macht und das schlechte Gewissen auch bleiben lassen könnt. Oder ihr kommt zu der Entscheidung, völligst gerechtfertigt und ihr müsst eine Lösung finden. Und diese Lösung kann aber eben auch sein, dass jemand anders mal zum Beispiel euer Pferd trainiert oder sich das anguckt. Und ein Pferd darf auch Urlaub haben, also auch das hatte ich schon, ne? Der Mensch fährt 2 Wochen in Urlaub und plötzlich müssen 7 verschiedene Menschen jeden Tag dieses Pferd trainieren, anstatt dem Pferd auch mal 3 Tage Urlaub zu gönnen. Also das wäre so dieser Punkt, wo ich sage, einfach abwägen, ob euer schlechtes Gewissen gerade angebracht ist oder eben nicht. Ich würde ganz gerne noch ein paar Worte zu einem schlechten Gewissen betreffend der Vergangenheit sagen. Weißt du, also wenn jetzt irgendwas ist, das Pferd hat irgendwas oder ganz generell, so wie ich bei Stella, ja, jetzt habe ich dieses Pferd seit 18 Jahren und was habe ich ihr geboten? Was habe ich erreicht mit ihr? Habe ich zu wenig gemacht? Habe ich mich zu wenig um sie gekümmert? Ist irgendwie, war sie deswegen unglücklich? Und ich habe mich wirklich hingesetzt und habe mir das aufgeschrieben und habe da reingespürt, um einfach für mich auch in Frieden zu kommen. Damit dieses Thema nicht immer irgendwie in meinem Kopf kreist. So. Und auch wenn ich zum Schluss komme, dass ich Sachen hätte besser machen können, wir alle könnten immer Sachen besser machen, dass ich vielleicht Fehler gemacht habe, vielleicht habe ich am Anfang irgendwas nicht verstanden, habe irgendwie Umwege gemacht, einfach, dass du da auch milde mit dir bist und nicht dich hier selber zerfleischt dafür. Ich weiß, wie sich das anfühlt, ja, auch wenn ein Pferd dauernd krank ist zum Beispiel und man sich die ganze Zeit fragt, oh, habe ich jetzt hier wieder was übersehen, habe ich was falsch gemacht, habe ich zu viel, zu wenig und so weiter. Es macht wirklich Sinn, sich dann auf die Gegenwart zu konzentrieren, was ist jetzt und was kann ich jetzt tun? Ja, weil die Vergangenheit ist ja bereits vergangen. Ja, und die Vergangenheit insofern dankbar anzunehmen, dass man den Schritt weitergekommen ist, dass man jetzt weiß, wie man es nicht tut. Und ja, falls dann kann man das irgendwie wieder so ein bisschen in Heilung bringen, weil ich glaube, gerade mit den Pferden und mit dem Training und wenn man noch unwissender war und jeder sammelt ja so seine Erfahrungen über die Jahre, ich glaube, jeder ist wahrscheinlich mit seinem Pferd an den Punkt gekommen, wo er mal dachte, Mensch, hättest mal besser anders gemacht. Mhm. Bei manchen mag es auch völlig in die Hose gegangen sein, dass man sein Pferd wirklich krank trainiert hat. Ich meine, auch diese Fälle gibt es leider. Dann würde ich da wirklich insofern versuchen, in den Frieden zu kommen, dass man sich einfach klar macht, dass man jetzt weiß, dass man es so nicht macht und es damals eben nicht besser wusste. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man es dann ruhen lässt und sich darauf konzentriert und das schlechte Gewissen dafür nutzt, jetzt gesund erhalten voranzukommen. Genau, oder einfach auch Zeit zu verbringen oder es zu genießen oder wie auch immer, worauf du halt kommst. Falls ihr euch zu diesem Thema Veränderung und wie man das dann eigentlich gut mit ins Training integriert, noch ein paar Gedanken oder ein bisschen Input anhören wollt, da haben wir tatsächlich eine Podcast-Folge zu aufgenommen, wo es genau darum ging, warum ist Veränderung für uns so schwierig und was kann ich denn eigentlich tun, um Veränderung ein bisschen besser in meinen Alltag zu integrieren und dann vielleicht bei einer Trainingsumstellung auch dran zu bleiben oder den inneren Schweinehund mal zu überwinden. Genau, dieses Thema haben wir tatsächlich in der Podcast-Folge beleuchtet und das findet ihr ganz normal auf Spotify oder iTunes.
Ja, das ist nämlich ein ganz spannendes Thema, weil es nicht so einfach ist, wie wir uns das wünschen würden, Dinge zu verändern. Ja, und falls du merkst, dass diese Gedanken dich wirklich beschäftigen, also deine Rolle mit deinem Pferd, wie du was machst, wie du dich fühlst, ob sich das auf dein Pferd auswirkt und falls ja, wie oder ob du das ändern kannst. Wir starten eine Pioniergruppe, die heißt Glücksfeuer-Pioniergruppe. Diese Gruppe trifft sich einmal in der Woche am Montagabend und da wird es genau um solche Themen gehen. Und zwar immer gibt es einen kleinen Input-Teil, wo Mera und ich wissenschaftlich fundierten Input bringen. Und dann wird es den Teil geben, wo du mit deinen Anliegen Platz hast. Also falls dich sowas interessiert, schau rein. Ich verlinke den Link zu dieser Informationsseite. Genau. Und in dieser Gruppe soll eben auch ganz viel Platz sein, sowohl für diese emotionalen Themen, die wir Menschen eben mitbringen und die aber ja unser Pferdetraining natürlich völlig beeinflussen, aber natürlich auch das Fachwissen rund ums Pferd, um eben auch eine Einschätzung zu geben, mehr trainieren, weniger trainieren, Trainingsideen mit reinzugeben. Und das wäre genau das, wo eben da der Raum ist, das zu besprechen, auch mit anderen Gleichgesinnten. In diesem Sinne wünsche ich In dir noch diesem einen Sinne, schönen Tag. ja, bis morgen und viele Grüße an dein schlechtes Gewissen. Genau. Tschüss.